Und damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter mit unserer Chicago Franchise-Karriere. Ja, wir liegen 2-1 hinten gegen Nashville. Wir sehen hier gerade noch die Ergebnisse, hatte ich in der letzten Folge schon vorgelesen. Wir schauen jetzt das erste an und spielen dann das nächste. Und hoffentlich können wir hier die Serie ausgleichen. Es wäre einfach geil, wenn wir die Serie ausgleichen können mit einem 2-2. Konnten jetzt, glaube ich, dann das letzte gewinnen, genau. Und Hall macht das 1-0, ganz, ganz stark von Hall. Und 2-0 Hall, Doppelpack von Hall hier, ganz, ganz stark. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie, den Ausgleich zu machen. Und dann haben wir die Chance, in Führung noch zu gehen in der Serie. Aber erstmal müssen wir hier so weiter stark spielen. Aber es sieht doch hier recht ordentlich aus, das muss man sagen. Machen ein gutes Spiel. Jetzt kommt Nashville langsam ein bisschen mehr in Fahrt. Ja, schon sehr. Aber treffen nicht. Am Ende noch für uns gut, aber 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis und Powerplay. Jetzt hat Nashville 5 gegen 3 nicht genutzt. Jetzt nochmal eine Powerplay-Situation nicht genutzt. Jetzt wieder Powerplay-Situation nicht genutzt. Jetzt Nashville mit Powerplay nutzen sie auch nicht. Und am Ende sind sie dann selber schuld, wenn sie hier gegen uns gewinnen. Nico Sturm macht noch das 3-0. Solide Spiel von uns. Jetzt geht's rein ins nächste. Steht 2-2. Es ist dann so. Ein Matchball für uns, wenn wir jetzt hier gewinnen würden. Ich bin erstmal falsch reingegangen, wie immer. Weil ich schon so im Modus manchmal bin. Tut mir leid. Sieht man jetzt natürlich die Animation nicht. Das ist schade. Aber wir müssen erstmal gucken, ob wir jetzt hier überhaupt was reißen können. Ne? Nashville direkt mal mit einem Innenpfostentreffer. Man muss sehen, dass das Team einfach auch sehr gut ist. Sind nicht umsonst irgendwie so gut in der Liga gewesen. Also, sie haben Qualitäten. Aber natürlich genauso wir. Wir haben genau die gleichen Qualitäten. Wir hatten viel Verletzungspech. Das muss man auch sagen. Dass viele Sachen haben noch nicht geklappt nach dem Umbruch. Aber das ist auch ganz verständlich. Und ich sag mal, wir schlagen uns bisher wirklich richtig, richtig stark und können hier schon fast weiterkommen. Und das ist ja schon was extrem krasses, muss ich sagen. Jetzt Corner Bedard. Ja, schade. Kann das, aber wir holen uns den Puck, Timo Meier, mit dem Schuss aus dem Pfosten Hall. Und das wäre fast der nächste Treffer gewesen. Hall ganz stark auf Timo Meier. Oh, Willi, schade. Oh, Willi. Yoshi. Yoshi Forsberg und wir holen uns den Puck. Seth Jones. Timo Meier auf Connor Bedard. Ganz stark Connor Bedard auf Hall. Saros mit dem Doppelsave. Hall wird gelegt. Gibt keine Strafe. Hall. Timo Meier. Timo Meier auf Seth Jones. Und Bedard. Schade. Der tut da den Puck etwas abfälschen. Leider nicht drin. Irgendwie, dass er irgendwie über den Keeper schießt oder irgendwie drunter, irgendwie mit etwas Glück. Aber wir haben eine gute Startphase. Das muss man sagen. Reiche. Ja, stark aufgelöst von Nashville hier. Seth Jones. Dostal Lindgren. Achtung. Dostal, was? Das war schon ein kleiner Bock, aber ganz aus. Baden Drohin. Wayne Hartmann Drohin neben's Tor. Und Lukas Reiche auf Seth Jones. Der zieht ab. Und Reiche, der muss damit hinter. Macht das ganz stark, Lukas Reiche. Ganz stark verteidigt. Und Lindgren auf Nico Sturm. Nico Sturm. Der Puck ist drin. Nico Sturm. Auf JJ Peterka kriegt den Schuss nicht, Walacek. Und jetzt kommt der Schuss von der Blauen, aber wird abgefälscht. Jetzt die nächste Chance. Walacek neben's Tor. Schade. Lautzen. Und ja, Walacek, schade.
Fabro. Olofsson. JJ Peterka. Schade. Niku Sturm kriegt auch da den Puck nicht. Ganz stark verteidigt. Beuth. Jetzt sind sie in der kleinen Druckphase. Stark von Dosta, starker Save. Kann natürlich auch nur zur Seite weg. Oh, ganz stark verteidigt, wirklich. Richtig, richtig stark. Walacek. Walacek, oh mein Gott, das war knapp. Walacek auf Weddy. Weddy. Hat er keine Abschlussstation, spielt den Puck tief. Gustafsson, der geht nach. Holt sich auch den Puck. Nur nicht ganz, er kann ihn nur verlangsamen. Beuth. Borrier, super dazwischen, aber können den Vorcheck nicht belohnen. Weddy kommt nicht ran. Und jetzt Edison wird überspielt. Und eine richtig gute Chance für Nashville. Und das erste Drittel ist vorbei. Nashville führt. Es steht 0-0. Ich darf mich nicht so oft versprechen, weil ich sehe das dann immer, wenn ich die Folgen cutte und so weiter, dass da, was ich da manchmal rede. Ich muss da mehr drauf achten. Also falls mal da Fehler passieren und ich bemerke das nicht, schreibt das in die Kommentare. Ich bin kritikfähig in der Hinsicht, weil ich möchte, dass da nicht so viele... Es ist jetzt nicht viel, was da passiert, aber ich will einfach, falls sie da Minute 7, ja, da ist ein Fehler drin, da hast du was anderes erzählt, wie es ist, so... Schreibt das gerne rein, ich nehme euch das nicht böse. Am Ende möchte ich ja, dass die Videos für euch auch ansehnlich sind und nicht irgendwie, dass ich da irres Zeug laber. Jetzt aber erstmal Lindgren, super Pass von Seth Jones und das ist ein Hammer von Lindgren, von unserem Verteidiger. Aber das ist auch ein überragender Pass hinten raus und das ist natürlich, also der Abschluss, der hat es drauf, der Lindgren. Ganz starker Pass von Seth Jones. Zieht da den Platz und das ist der Aufbau. Die Bewegung vorne, die viel für Verwirrung sorgt für die Gegner. Wichtig. Für uns natürlich. Jetzt Forsberg. Schade. Lindgren. Kommt nicht ran und dadurch hatte Nashville eine gute Chance, jetzt Timo Meier, schade, Achtung, 3 auf 1, ja, 3 auf 3, jetzt am Ende ganz stark von Trojan, Seth Jones, Trojan, hat den Puck wieder, Trojan, immer noch Trojan, super Moves hier von Trojan, zieht ab, eklig für den Keeper, aber den hat er, und holen wir uns den gegen Nesquik. Ja, Lukas Reiche, ganz stark auf Weinhardtmann. Puck wird rübergelegt, schade. Und nochmal Nashville. Aber stark dazwischen, Weinhardtmann. Fabro, JJ Peterka kommt, also ist in der Verteidigung mit dabei. Edison, Latsun und der Puck geht erstmal übers Tor. Und wir hauen uns den da auch manchmal fast schon selber rein. JJ Peterka stark dazwischen. Kurashev ist Icing. Ja, war ein bisschen unnötig, aber wir haben schon gewechselt. Das ist das Gute. Das muss man sagen, das ist, war wichtig. Und jetzt ist natürlich für... Nashville die Chance, ja, gewinnt auch das Bulli Latsun, aber Kurashev und Niku Sturm stark verteidigt. Jetzt Niku Sturm mit der Chance, JJ Peterka, Kurashev schade. Und Smith ganz stark verteidigt, JJ Peterka kriegt dann härteren Check. Und jetzt der Konter, 3 auf 2, Kurashev ist zu langsam. Aber ganz stark verteidigt und gehalten von Dostal. Und Borrier, schade, kommt nicht durch. Achtung, Fabro. Dostal, ganz stark verteidigt. Der jetzt schon lange ohne Gegentor ist. Schon fast seit 100 Minuten. Weddy, ganz stark. Gustafsson, aber auch ganz stark verteidigt von der vierten Reihe. Gustafsson,
Gustafsson auf Hall, schade, Pass kommt noch nicht an. Und jetzt, Evans. Lazu nach Dunkles, Lindgren. Und Bedard, wichtig, das erste, zweite Drittel ist vorbei. Wir führen mit 1-0 gegen die Nashville Predators. Und jetzt ist schon fast die, oder es ist die entscheidende Phase. Wir führen ganz, ganz knapp durch einen Wahnsinnspass von Seth Jones und einen überragenden Abschluss von Lindgren. Führen somit und können können ein Wunder schaffen. Und zwar in den Playoffs weiterzukommen. Seth Jones mit dem Abschluss. Hall, Lindgren. Weil ich sag mal, ihr denkt zwar, was labert der? Aber man muss sagen, vor ein paar Wochen oder Jahren waren wir noch irgendwie abgeschlagen Letzter und jetzt irgendwie zu träumen, dass wir in die nächste Runde von den Playoffs kommen, ist auch irgendwie surreal, wenn man das so sieht. Lindgren! Aber man muss ja einfach sagen, da bin ich auch ehrlich, wir haben eine super Arbeit geleistet. Im Sommer, auch schon davor, in der ersten Saison, haben wir uns gute Spieler geholt, wie Timo Meier, JJ Peterka, wer war's noch? Nee, Seth Jones war da, aber erstmal die Chance, schade. Und haben auf die Jungen gesetzt, haben versucht, da was aufzubauen. Haben natürlich jetzt auch Connor Bedard. Jetzt JJ Peterka aufs Kurze, schade. Und Livingstone, der bringt den Puck erstmal raus. Wir gehen jetzt in die erste Reihe. Smith auf JJ Peterka, auf Nico Sturm. Ah, schade, Livingstone. Bring den Puck wieder raus. Addison auf Nico Sturm. Der spielt auf Hall eigentlich. Pass kommt nur nicht an. Puck geht da raus. Seth Jones super dazwischen. Boyd. Nico Sturm auf Hall. Hall. Schade. Und jetzt Bedard auf Seth Jones. Seth Jones auf Bedard. Bedard. Der spielt auf Addison. Addison auf Seth Jones. Der zieht ab. Nico Sturm. Ja, leider der Fehler an der Blauen von uns. Der Neuaufbau über Addison. Der spielt da einen Pass auf Hall. Und wenn der Pass auf Bedard ankommt, dann ist ein richtig geiler Pass. Und jetzt Hall auf Nico Sturm. Nico Sturm kann sich nicht durchsetzen. Nashville verteidigt das hier ganz, ganz stark. Und ja, können wir nicht viel machen, Nico Sturm. Und das ist der Aufbaufehler von Nico Sturm. Aber jetzt Smith mit JJ Peterka. Smith auf JJ Peterka. Der Puck rutscht da fast ins Tor. Das gibt's nicht, dass wir da auch noch ein bisschen Pech haben. Und jetzt Timo Meier auf Smith. Puck geht gleich drüber. Timo Meier passt wieder auf Timo Meier. Auf Smith. Der zieht ab. Viel Verkehr für Saros. 2 Minuten Powerplay für. Okay. Chef kriegt da 2 Minuten wegen Behinderung. Okay, habe ich jetzt zwar nicht ganz gesehen, aber der Schiri hat es gesehen und das ist am Ende das Entscheidende. Seth Jones kommt da nicht ran. Oh Willy, Forsberg und das 1-1. Forsberg trifft zum 1-1. Schnell geht's im Powerplay. Kommen direkt in die Formation, haben gleich ein, zwei gute Vorstöße, sag ich so. Und am Ende treffen sie zum 1-1 und Dostal ist wieder gebrochen. Über 100 Minuten war er ohne Gegentor. Und jetzt Timo Meier. Ja, schade, Pass kommt nicht an auf Fall oder Bedard. Und jetzt Forsberg. Schade, Forsberg. Seth Jones haut ihn über die Bande. Und jetzt Timo Meier. Ja, es kann sich nicht durchsetzen. Jetzt Forsberg ist zurück. Seth Jones kommt, nur kann nur den Check nehmen. Lindgren. Und jetzt Seth Jones. Ja, schade. Oh, Willy. Stark dazwischen von uns. Und jetzt die Chance. Seth Jones super auf Connor Bedard. Bedard. Connor Bedard auf Seth Jones. Schade, kann den Schuss nicht nehmen. Seth Jones. Jetzt viel Verkehr vor Saros. Jetzt kommt Roy, der verliert oder vergisst da den Puck.
Seth Jones hat er, Check. Reiche super dazwischen, aber die Chance, Nesquik, ganz starker Move da. Und Seth Jones auf Lukas Reiche. Reiche auch hier, super Move, kann sich noch nicht durchsetzen. Wayne Hartmann, der ist da. Der holt sich den Puck, Wayne Hartmann. Leider noch nicht der gute Vorstoß von uns. Und jetzt Lindgren, Achtung, Wayne Hartmann. Reich, ja, schade. Lindgren. Und Rohin Dostal, starker Save. Und die Chance zum 2-1, aber Dostal, der hier dreifach, vierfach hält, sich da auch fast schon den Puck selber ins Tor haut, aber am Ende ist es wichtig. Das war ganz viel Getümmel. Ich wollte das Spiel wieder schnell machen. Ihr wisst das ja jetzt schon ein bisschen, dass ich das Spiel immer schnell machen will. Manchmal klappt es nicht. Und jetzt, wenn das wieder ein Eigentor wird, dann sieht das ganz anders aus. Jetzt die Chance, Yoshi Boyd. Und zum Glück war da Dostal dran und sie treffen. 26,7 Sekunden vor Schluss treffen die Nashville Predators zum 3:2. Und am Ende wäre das in der Serie auch das 3:2. Ah nein, es steht erst 2:1. Es tut mir leid. Es steht hier 2:1. Oh Gott, Seth Jones auf Connor Bittard. Connor Bittard, nein. Bittard auf Meyer, der spielt auf Fall, Schuss kommt nicht durch. Seth Jones, Connor Bittard. Connor Bittard auf Seth Jones. Meyer, super gespielt, aber der Schuss kommt nicht. Bittard, Seth Jones zieht ab, Schuss wird geblockt und sie gewinnen am Ende mit 2:1. Was ist das denn für ein Spiel schon wieder? Was ist das denn? Ich kann es nicht fassen, dass wir wirklich jetzt zurzeit so oft die Spiele hergeben in letzter Sekunde. Und jetzt ist es am Ende ein Matchball für Nashville. Und das ist überhaupt nicht gut. Das muss man ehrlich sagen. Weil wir hatten bis zum letzten Drittel über 45 Minuten gefühlt und am Ende verlierst du das Spiel noch in regulärer Zeit. Das ist auch irgendwo unlucky. Und Meyer 1-0, wichtig. Kommt über die dritte Pause, bringen ja. Komm, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel. Wir müssen den Ausgleich machen natürlich. Jetzt hat man zwei Powerplay-Situationen, keinen Nutzen mehr. Und 1:1. Ja, wir treffen nicht im Powerplay jetzt. Nashville, die treffen wir auch nicht zum Glück. Auf geht's ins letzte Dritte. Nashville Powerplay nicht genutzt. Jetzt wieder 5 gegen 3, 5 gegen 4 und Nashville trifft zum 2:1. Jetzt wieder wir, Bittard, wichtig. 2:2, noch 10 Minuten im letzten Drittel. Wieder Powerplay, Nashville nicht genutzt. Und Hall, er trifft zum 3:2. Es ist mehr als verdient, diese Führung hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und wir gewinnen das Spiel. Oh mein Gott. Es ist do or die. Bedeutet, entweder wir verlieren oder wir gewinnen. Also, wow. Vegas und Flames sind auch noch nicht durch. Und Toronto gegen Canadiens und Buffalo gegen Lightning. Die sind alle noch nicht durch. Ja, doch, Toronto und Lightning, die sind weiter. Nice. Und jetzt kommt. Und 1-0 Jossi mit dem ersten Schuss. Jungs, wichtig, Timo Meier trifft 1-1. Und jetzt die nächste Chance für Nashville. Drei Powerplay-Situationen oder zwei hatten die. Drei, glaube ich. Und das ist schon viel zu viel im ersten Drittel. Und am Ende führen sie auch recht verdient mit 3:1. Kommt, Jungs, im zweiten Drittel jetzt nochmal alles geben. Es ist noch nicht vorbei. Es ist nicht vorbei. Kommt ins Spiel. Hab Powerplay. Nutzt das Powerplay. Das ist wichtig. Aber Nashville nutzt es gerade auch nicht. Aber wir kommen besser in die Partie. Von den Schüssen zumindest sehen wir es selbst hier. Aber oh, Willi, ist das vielleicht doch die Entscheidung?
Es muss jetzt ein Comeback her. Und es wäre wichtig, wenn wir mal ein Powerplay treffen. Und jetzt wieder Powerplay. Nutzt es, Jungs. Belohnt euch. Es kann nicht sein. Nutzt es. Ja, dann haben wir es nicht verdient. 5-1, oh Willy, am Ende. Am Ende gewinnt sie mit 5-1, kommt dann verdient weiter. Und am Ende sage ich, bist du selber schuld, wenn du diese Powerplay-Situation nicht nutzt? Sind wir am Ende selber schuld? Scheitern aus in der ersten Runde, aber wir müssen sehen, wir haben einen harten Kampf hier geführt gegen Nashville. Wir haben wirklich alles gegeben, um es hinzubekommen. Es hat dann etwas gefehlt. Aber das ist gar kein Problem, weil ich bin trotzdem sehr stolz auf die Mannschaft. Ich hoffe, ihr hinterm Bildschirm genauso. Ja, dann nächste Woche Dienstag geht dann die neue Karriere los. In die letzte oder vielleicht auch gibt es danach noch welche Karrieren mit Chicago. Wenn euch das Video gefallen hat, trotz Ausscheiden, lasst Like und Abo da. Und dann hören wir uns bald beim nächsten Video.